Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu diesem fantastischen Spiel, das da heißt Persona 5. Ja, ich hab's letzte Folge schon mal angedeutet. Wir stehen hier gerade vor Igor, der offensichtlich nicht Igor ist, sondern irgendein böser Gott wahrscheinlich, sieht's so aus. Und die Zwillinge haben sich zu Lavanza fusioniert und jetzt bietet uns der falsche Gott hier an, die Erde quasi wieder zurück zu verwandeln in das, was sie früher mal war. Also diese Zusammenlegung von Metaverse und echter Welt wird aufgehoben. Außerdem dürfen wir, die Phantom Thieves, weiter existieren und wir sind sogar saumäßig berühmt dann in dieser wiederhergestellten Welt. Gleichzeitig allerdings bedeutet das auch, dass die Menschen weiterhin in Ignoranz leben, wie sie das bisher auch getan haben. Deswegen ist das hier quasi, wenn man so will, das neutrale Ende. Also das böse Ende ist, wenn Akechi gewinnt und uns erschießt. Das haben wir gesehen, weil ich an der einen Stelle ein bisschen getrödelt habe. Und dann, nee, nicht getrödelt, sag mal, weil ich an der einen Stelle die falsche Antwort im Gespräch mit Sai genommen habe. Und wenn ich jetzt hier also praktisch very well sagen würde, ich habe es einfach jetzt mal gegoogelt, damit wir uns die Zeit jetzt sparen. Es kommt halt einfach dann eine Sequenz, die Welt ist wieder normal. Shido wird verurteilt, seine Mitverschwörer auch und alle Leute sagen, ja, das waren die Phantom Thieves, das haben wir denen zu verdanken und Mann, sind die voll die Helden. Und dann geht quasi das Ganze mehr oder weniger einfach weiter. Der Protagonist grinst nochmal so ein bisschen in die Kamera und dann ist das Spiel vorbei. Also wenn ich das nehmen würde, würde jetzt noch eine Sequenz kommen und dann wäre das tatsächlich Persona 5 gewesen. Aber weil wir natürlich Helden sind und mit solchen fiesen Typen hier keine Deals machen, sagen wir, wir lehnen ab. Well said. Such irredeemable foolishness. You choose death for yourself. Very well, I have no need for you. Am Schreibtisch eingeschlafen, das kenne ich auch von meiner Arbeit. Andere Stimme? Oh my. It's been quite a while since I last stepped foot in this place. Welcome to the Velvet Room. My name is Igor. I am pleased to make your acquaintance. Also das ist jetzt der echte Igor, oder was? He is the rightful master of this velvet room, the true aid on your journey. The true aid? It may be difficult for you to understand this all at once. If I were to summarize this, the fake has left and the real has returned. Indeed. My master has returned, and you won against that malevolent god's temptation. Thus, you may be able to save this world that is headed towards certain ruin. However, it will prove difficult to win against him with your power alone. Ja, das weiß ich. Okay, also der andere war also praktisch die ganze Zeit über ein Fake Igor und der Richtige sitzt jetzt da, weil der andere gegangen ist. Den haben, ja, wir quasi dazu veranlasst zu gehen, weil wir nicht auf seinen Deal reingefallen sind. Denn im Grunde genommen geht es ja hier darum, er hat uns ja angeboten, berühmt zu sein. Und wenn wir das jetzt angenommen hätten, dann hätte das einfach bewiesen, dass wir praktisch alles das, was wir jetzt über das ganze Spiel hinweg gemacht haben, nicht getan haben, um irgendwie die Gesellschaft zu verbessern, sondern einfach nur, um berühmt zu werden. Und das ist natürlich nicht so. Deswegen ist es natürlich hier die richtige Entscheidung, den Deal abzulehnen. Aber was sollte ich jetzt tun? Sprich zu mir, richtiger Igor. With whom you've shared your conviction. Ja? This place exists between dream and reality, mind and matter. They have not necessarily expired yet. Just as you were trapped here. They should be confined somewhere as well. Since you've deepened your bond with them, I am certain you can release them.
once they, the Phantom Thieves, are all gathered here, we will tell you everything. Now go forth to the people whom you should be facing the truth with. Ey, der sieht immer noch so gruselig aus wie der Fake-Igor. Aber es ist wohl jetzt der Gute oder was? Naja, komm. Heieiei. Okay, also wir müssen die alte Band wieder zusammenbringen. Also sprich, ja. The Phantom Thieves should be imprisoned somewhere ahead. Please find them. Save them. This is something only you can do. Ja, also wir müssen jetzt die anderen Phantom Thieves quasi zusammensammeln und dann wäre das jetzt hoffentlich auch vielleicht hier... Hallo? Kann ich hier nicht... Kann hier nicht speichern. Fuck. Was geht ab? We can speak in more detail once you've rescued your teammates. Okay, ja. Kann ich bei dir irgendwas machen? The other Phantom Thieves should be... Ja, ist klar. Okay. Ich dachte, ich kann hier noch irgendwo saven. Das wäre echt nützlich. Ach so, ich kann euch was zeigen. Und zwar, das Ding ist, ich habe ja gesagt, dass ich bis hierher nochmal spielen muss, weil es keinen Speicherpunkt gab. Gibt's ja auch jetzt noch nicht. Und ich habe mich praktisch entschieden, mal noch ein paar Minuten zu investieren, ein bisschen Kohle zusammen zu farmen. Und ich habe eine neue Persona. Nicht mehr Quetzalcoatl oder was auch immer. Diese komische geflügelte Schlange. Sondern Black Frost, Motherfucker. Fucker, Alter, sieht der geil aus. Ist das niedlich. Und auf der... Alter, ich finde den voll cool. Hat folgende Stats, ist gegen überhaupt nichts anfällig, wird durch Eisschaden sogar geheilt, annulliert jede Form von Nuklearschaden und wirft Feuer und Fluch sogar zurück, ist natürlich als Black Frost für Eiszauber zuständig. Hat dafür auch Ice Amp, was 50%, was Eiszauber um 50% verstärkt. Und den Freeze Boost, was es wahrscheinlicher macht, dass ein Gegner einfriert. Rakunda, um die Verteidigung eines Gegners zu senken. Endlich habe ich mal sowas. Das habe ich irgendwie ganz lange vermisst, so ein Skill. One-Shot-Kill und Miracle Punch für physischen bzw. Fernkampfschaden. Und bei Sundi, damit ich einen Verbündeten von Verbrennung, Frost oder Schock befreien kann. Ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, aber gerade die Tatsache, dass er halt gegen überhaupt nichts anfällig ist und sogar durch Eis geheilt wird, beziehungsweise zwei Magiearten zurückwirft, fände ich den schon richtig dufte. Und weil er so niedlich aussieht. Futaba, meine Freundin, die ich im echten Leben nicht habe. Heul, Schluchz, Quatsch. Hm? Oh, Joker. I'm relieved. Looks like we're both still alive. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Am I really safe, though? Shibuya, what happened? And where are we? Wir sind außerhalb des Velvet Rooms. Velvet Room? That name sounds pretty kick-ass. Ja, Hauptsache das, ne? Geiler Name. I guess my fears turned out to be true. The real world is a scary place. Pain like this can never reach you if you keep yourself cooped up indoors. Who am I to think I can tell the people what to do? I mean, I used to be a shut-in myself. Damn it, I just want to go home. No, but even that would be tough now. Giving up would be too painful. You know, I think I've changed. I don't know when it happened, but I can't. I can't let people suffer like this, even if I don't know them personally. Ja, folge deinen Gefühlen. Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es war... Entschuldigung. Honestly, this all seems like a bit too much, but... Du weißt, was du zu tun hast. Mhm. I've known the right answer from the very beginning. I don't want to run away from this. I ran from my mom's death for so long. I misunderstood it. Everything was just too painful for me to handle. But I never want to be left in the dark again. That's probably why my persona is a little bit special. Because I want to learn the truth. That's how I really feel. All right, let's do it. Well, I've come this far. I'll follow you wherever you go. On my own two feet.
Na. Komm zurück, Cutie. You have such a strong heart, Joker. You saved me yet again. Thanks, I'm so happy. Like, so much that I can't even express in my normal words. Anyway, we're going up against a god. I couldn't even leave my own room before, but now we're gonna beat a god. I'm so pumped. And wait a sec, I just noticed I got out of here on my own. Ta-da! Ta-da! A real jailbreak! Alles klar. Keine Pausen mehr. Ab geht's. Oh, you're quick to act. That's what makes you dependable. Und auf einmal ist sie synchronisiert. Ach, Gott. All right, time to get back at it. Jo. Ja, also das ist jetzt so dieser... Das mag ich ehrlich gesagt. Ich mag Spiele... Hey, hey. Was? Ja, die anderen sind auch hier. All right. I can't sense any shadows, so I'm sure I'll be fine. I'm mostly just worried about everyone else. They might need your help, just like I did. Yep. And I'd probably be better if you talk to them about it alone. Okay, ich mag das ehrlich gesagt in Spielen, wenn du nochmal so ein letztes Mal mit allen reden kannst. Weißt du, so am Ende von so einer langen Reise, wenn dann alle nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was sie auf der Reise gelernt haben. Was hast du denn gelernt, Makoto? Kann sein, dass ich jetzt einfach die Folge nur diese Abschlussgespräche führe, weil wir sind schon bei 11 Minuten. Und dann werden wir wahrscheinlich nächste Folge schon den letzten Boss killen, Leute. Eieieiei. Aber das nächste Let's Play steht schon in den Startlöchern. Zwinker. What a relief, you're safe. Ja. Komm mit mir, wenn du leben willst. By the way, why have you remained in your Phantom Thief attire while I'm back in regular clothes? Could this mean that the will of rebellion is no longer within me? That may be true. We have to fight that Holy Grail again, correct? Do you imagine defeating it, Joker? Ja, wir bringen einfach eine Schere mit und machen oben die ganzen roten Leitungen kaputt. Das wird bestimmt helfen. That monster has the support of the masses. And with it nearly an infinite amount of power. No matter which way I approach the subject in my head, nothing points to our victory. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie wir es machen sollen. Obwohl es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Wir werden den Gral wahrscheinlich irgendwie von den Leuten abkapseln, indem wir diese roten Dinger durchschneiden. Und dann, ja. Ich weiß nämlich noch ganz am Anfang beim allerersten Boss bei Kamoshida, da war es nämlich genau, ganz genau so. Der hatte dieses komische Cocktailglas da. Achso, ich sollte vielleicht vorlesen. Ah, kleinen Moment. Der hatte dieses Cocktailglas da, erinnert ihr euch? Oder wenn nicht, dann, wenn ihr später zu dem Let's Play dazugestoßen seid. Ich habe ja übrigens seitdem haufenweise, also haufenweise ist jetzt auch übertrieben, aber ganz viele neue Abonnenten dazu bekommen. Wo ich sehr froh drüber bin. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch einfach mal den Bosskampf von Kamoshida an. Da war es genauso wie beim Gral. Der hatte so ein Cocktailglas, hat da draus immer was gegessen so. Ich glaube, das waren Beine damals. War ein bisschen weird. Und hat sich auch immer wieder geheilt, bis dann irgendwann im Kampf sich was geändert hat und wir statt ihn dieses Glas angreifen konnten. Bis es zerstört war. Ich denke mal, das wird dann beim Bosskampf auch so sein. Dass wir dann nicht den Gral angreifen, sondern diese Adern da drüber. Und bis, wenn die dann zerstört sind, können wir dann den Gral zerstören. Darauf wird es wohl hinauslaufen. And even against that foe, Entschuldigung, ich laber immer gerne, ihr wisst das. You still have to try to somehow emerge victorious. I don't know what to do. Ich bin hier für dich. Joker. You're right. It's a bad habit of mine. The more critical the situation, the less I want to rely on others. Regardless, this isn't a situation with a straightforward answer. But even if there is no clear solution, I'll just have to make one. With my own two hands. Before you guys came along, my life was defined by rules set on a path of someone else's choosing. But only a true loser would live such a rigged life. I will win. Even if it means going up against the entire world. Aww. I'm very sorry.
I'm okay. My resolve was shaken, but it's stronger now. I want the people of the world to see what you've shown me. Now let's go. Right. Thank you. Thank you. Having teammates you can trust is a great feeling. Jetzt ist die wieder synchronisiert, alles klar. Shall we go? We can't let our last big job end in failure. Natürlich nicht. Also nochmal zusammengefasst, also Futaba hatte sich halt früher immer verkrochen. Ja, ja, die anderen sind bestimmt auch hier. Yes. Danke. Futaba hat sich halt früher immer verkrochen, gerade vor dem Tod ihrer Mutter. Und hat halt durch uns dann praktisch erfahren, was es wieder heißt, ein Leben zu haben. Und ist uns dafür unendlich dankbar. Und Makoto hat halt gesagt, dass sie früher halt immer nur das gemacht hat, was andere von ihr erwartet haben. Und hat endlich gelernt, für sich selber zu denken. Und was hat Yusuke gelernt? It's you. Joker. As I expected, you appear to be safe. However, where exactly are we? Ja, wir sind außerhalb des Velvet Rooms. Velvet Room? I'm not sure I understand. At first, I was surprised to see the masses chained in a prison, yet here I am as well. Considering the state of the real world, it is hard to say that we were even remotely helpful. The situation. Can we truly handle such horrid circumstances? All the Phantom Thieves can do is change the hearts of others. However, the world outside has become a veritable hell. Nothing within our power can fix that. Hast du Angst? I believe I feel more powerless than anything. The people of this world desire their enslavement. That isn't all. They screamed at us for attacking the Holy Grail, defended it. Even the criminals whose hearts we changed became meek followers of the Holy Grail because of us. Were we truly that foolish, risking our lives for a result nobody desired? Was ist mit der Gerechtigkeit? My justice? I see. Not that for someone else, but one strictly for myself. When we first met, you continued to impose yourselves on me no matter how much I pushed you away. I will forever treasure what you did for me. Very well. Just as art is meant to break boundaries, people should be saved, even if they've thrown upon it. Okay. I won't allow the justice I believe in to be shaken any further. Ja, also auch Yusuke ist dankbar, dass wir ihn damals aus seiner Situation rausgeholt haben, auch wenn er die ganze Zeit versucht hat, uns von sich fernzuhalten. Being on your side truly gives rise to the greatest ideas. Ach ja, und wir inspirieren ihn zu tollen Ideen. Wir sollten weitermachen. Yes. I will make use of my role as an artist and paint over the distortions of the society. Well then, time to go and see this. Warum synchronisiert man nur einen Teil von... Ohne Witz, ich glaube wirklich, das komplette Spiel war fertig, weißt du, so alle Dialoge und so. Und dann zum Schluss haben sie so gesagt, so, jetzt müssen wir es nur noch vertonen. Haben wir noch Kohle? Oh, das wird knapp. Ja, da können wir leider nur so 30% der Dialoge vertonen. Tut mir leid. Ja. Ach so, ja, und Yusuke hat halt gemeint, dass die Leute halt gerettet werden müssen, selbst wenn die das selber eigentlich gar nicht wollen. Und er wird seine Funktion als Künstler benutzen, um praktisch über die Verzerrungen der Gesellschaft hinwegzumalen. Also die Verzerrungen der Gesellschaft zu übermalen. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber das... Mir fällt gerade keine bessere Übersetzung ein, macht's doch selber besser. Entschuldigung. Ja, looks like we're both somehow still alive and kicking. But where at? Outside the Velvet Room? Nochmal? Velvet?
Ah, das Zeug dahinter, ja, das Blaue. Samt heißt das übrigens, falls ihr es nicht wusstet. Velvet Room heißt Samtraum. Man, this prison cell kinda makes me think of when we first met. And remember how Shibuya was all left up just now. But like, nobody was seeing any of it. No, it was more like they didn't want to see any of it. What the hell? So even all them people who were suffering and cheering for us to come and help them, in reality they would have rather just had everything stay how it was? Did what we were doing have any meaning at all? Gib da jetzt nicht einfach auf, Junge. You're so freaking tough. You know, back then when I thought we were gonna die without learning the truth about all this, I kind of felt for the first time that maybe we hadn't been doing the right thing. That maybe we deserve to lose. You get me? Nein, überhaupt nicht. Now that I'm thinking about it, I started all this because of how pissed off I was. Maybe it's never been about winning or anything like that. Maybe all I was doing was just continuing my own defiance. Also jetzt nochmal, gibst du jetzt auf oder was? Huh? Kato. I see. You're right. I get it now. We were doing this to make sure people don't gotta go through the same crap we did. It doesn't matter if they think we're just or not. We gotta do what we believe in. Ja, also er hat halt so das Gefühl, dass alles, was wir bisher gemacht haben, eventuell falsch sein könnte, weil immerhin hat das alles ja nur damit angefangen, weil Ryuji einfach super angepisst war. Ja, vielleicht haben wir es also am Ende verdient zu verlieren, weil wir was gemacht haben, was quasi keiner wollte. Und dann hat er aber, wie das bisher bei allen immer so seltsamerweise der Fall war, sofort seine Meinung geändert und gesagt, ja, das spielt keine Rolle, man muss halt einfach machen, woran man glaubt, auch wenn es keiner will. It's not like people think much of me anyways. All right. I'm gonna dash through this the only way I know how. Immer mitten in die Fresse rein. You got me out of prison just like before, thanks. You know, it's kind of embarrassing to say this, but I'm real glad I met you. Alright, I'm done getting my ass kicked. That shiny bastard acts like it's some kind of god. I ain't gonna feel like god till... I ain't gonna feel good till we deal with it. Let's head out. We're gonna take... Asshole, yeah? Es wird immer und immer wieder passieren, Freunde, ich sag's euch. Nur so der letzte Satz von dem Dialog ist auf einmal vertont. Mann, verarscht mich nicht dauernd. Heilige Scheiße. Ja, ja, ich weiß schon, die anderen sind eigentlich. Ach ja. Ja, früher war Ryuji halt wirklich einfach nur angepisst von allem. Aber inzwischen hat er halt gelernt, wie es ist, wirklich an was zu glauben. Und nicht einfach nur wütend zu sein und draufzuhauen. Haru, wie geht's dir denn? You're safe. Oh, thank goodness. Ja, mehr oder weniger, ne? And you came to rescue me on top of that. You really are an amazing person, Joker. Considering everything that has happened to the city, I wonder if the citizenry is okay. Citizenry. Although it seemed like we were the only ones able to see it. You know, the moment I disappeared, I honestly thought I was about to die. But part of me wasn't afraid. I knew that was all I could do, and looked forward to apologizing to Father face to face. Honestly, I thought I had changed, but I realize now that I still have no control over my life. It makes me sick. Ja, du musst weiterkämpfen. I'm sorry, I know you don't want to deal with my whining. You're going to try and defeat that thing again, aren't you? Don't push yourself to get me to come along. You can always leave me here if I'll slow you down. Ja, aber... Ich will das aber. Joker. Yes. You're the reason why I'm not alone right now. It's all thanks to you.
Even if there are times when I think there's nothing I can do, I never stop fighting for you or our team. I won't give up anyone. This is exactly what we're anymore. Hoping for. Just as I betrayed my distorted father before, I will betray my boring former self now. Ja, okay, also sie hat halt auch wieder betont, dass die Leute da draußen irgendwie gar nicht so wirklich die Wahrheit erkennen wollen. Thank you. Und das aber keine Rolle spielt. Ohne uns wäre sie jetzt halt völlig allein, nachdem sie ihren Vater verloren hat. Und obwohl sie früher halt das Gefühl hatte, keine Kontrolle über ihr Leben zu haben, will sie diese Kontrolle jetzt wieder erlangen und weiter für uns und unsere Teamkameraden kämpfen. Und natürlich für die Menschen da draußen. Before I met you, I had great admiration for the Phantom Thieves of Justice. And it's turned out you were exactly the person I always imagined you would be. This is the second time you rescued me. Klar. I've secretly longed for a situation like this. Ja, wir sollten weitermachen. We haven't lost yet. Und eine letzte Stippvisite. Ja, ja, die anderen sind auch hier. Kurzer kleiner Einwurf. Ich habe zwar gesagt, mir gefällt das, dass man immer zum Schluss so mit allen nochmal reden kann. Was mir nicht gefällt, sind die dauernden Wiederholungen. Dass jetzt wirklich jeder immer nach demselben Schema erst total niedergeschlagen, dann sagst du halt einfach einen Satz und alle sind sofort wieder happy. Und alle fragen dann am Ende wieder, na, wo sind denn die anderen alle? Und ja. Es wiederholt sich manches ein bisschen, leider wieder. Na egal. Ich will jetzt nicht die Stimmung kaputt machen, habe ich zwar wahrscheinlich schon, aber egal. Oh, Joker. Thank goodness you're safe. Ja. Mehr oder weniger. You sure are impressive. So I'm not in heaven after all. Du hast gedacht, das hier wäre der Himmel? Um Gottes Willen, that means that the hell that Shibuya turned into was all real. I'm so weak. When I thought I was gonna die, I started trembling. I was just so scared. Jeder hätte Angst, wenn er das Gefühl hätte, jetzt sterben zu müssen, also so richtig in echt. At that moment, nothing mattered. The justice of our actions was the last thing on my mind. Ja, ist doch okay. Joker, you kept going even through a plan that might have ended up killing you. Yet look at me, I've always said I'm doing this for other people, but that didn't get me far. It's no wonder we lost. Maybe I should have just behaved myself and stayed out of all this. Aber was ist mit Chiho? That's... You're right. I could never abandon her. If I whine like this now, I'd just be betraying Shio. No, I'd be betraying myself. I could never forget how I felt that day. I never want anyone to have to go through what I did. I've made up my mind. I'm going to keep looking forward. Things like dying or losing aren't important now. All that matters is that I don't return to my old self. I'll never make a mistake like that again, I swear it. Okay, ja, auch sie hat halt nochmal davon erzählt, dass sie halt am liebsten aufgeben würde, weil es halt sowieso alles nichts bringt und sie sich manchmal wünscht, sie hätte damals einfach die Klappe gehalten und hätte sich nicht in das alles reinziehen lassen. Aber auch sie will halt um keinen Preis wieder zu ihrem alten Ich zurückkehren und ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, spielt keine Rolle mehr. Fakt ist, dass wir jetzt, also wenn wir schon untergehen müssen, dann wenigstens kämpfend. I seriously treasure being able to be a part of your team. Wir sollten weitermachen. Gotcha, Joker. It would be a disgrace to the Phantom Thief's name if we didn't take such a big treasure. We're going to put an end to this, aren't we? Let's go! Ha! Diesmal habe ich nicht reingequatscht. So. Entschuldigung. So, ja. Oh. Okay, also wir sind uns alle wieder... ich habe Morgana noch nicht. Stimmt, ja, Morgana fehlt noch.
Was ist denn jetzt hier am Happenen? Und wo ist die Katze? What is this place? Who are they? My name is Igor. I am the master of the Velvet Room. I am Lavenza, a resident of this place as well. We have been waiting for all of you. Velvet Room? My master has just been released from a long period of imprisonment. His powers have not fully returned. Though it may be presumptuous of me, I will speak on his... Hey, where's Morgana? Would you like to see him? Ja, natürlich wollen wir das. He's right over there. Was los? Oh, hi! That's where you were hiding? I was born here. It was to dispel an evil being from man's spiritual world. Mona? My role was to find the trickster and help him defeat it. That's why I was created here by my master. Indeed. I really remember everything. When this place was about to be taken over, my master gathered the last traces of mankind's hope. He mustered up his remaining strength to make me. The entity that calls itself a god is a malevolent will that forces man into everlasting servitude. It hopes to attain eternal peace by filling reality with those who have stopped thinking for themselves. That is the ruin of man that this evil god envisions. I, don't get what you're saying at all. Oh, be quiet and listen! We don't have much time left! Wait a moment. The Holy Grail is a god? I was wondering why it had a will of its own, but are you implying that it isn't a treasure? No. As the distorted desires of the masses, it is most certainly the core of Mementos itself. Then, did the treasure become a god because people wish to be ruled over? That is correct. To decide the fate of the world, it chose two people with potential and pitted them against each other. One, Goro Akechi, incited the masses' distortion. Had he won, the world would have been destroyed and remade. The other was a trickster who would stand up against this. That was him. Okay, ich muss jetzt an der Stelle mal schon anfangen mit Übersetzen, weil sonst vergesse ich die Hälfte wieder. Also, Igor wurde von diesem falschen Gott oder von dem richtigen Gott, also diesem Heiligen Gral, machen wir es so, von dem Heiligen Gral verbannt und inhaftiert. Igor hat allerdings seine letzte Kraft dazu benutzt, um Morgana zu erschaffen. Die sollte Morgana sollte uns finden. Das Ganze ist so passiert. Die Leute haben sich den Segen der Unwissenheit gewünscht, herbeigesehnt. Die wollten nicht mehr für sich selber denken. Und dieser Wille hat im Mementos den Heiligen Gral erschaffen und ihm Macht gegeben. Der Heilige Gral hat irgendwann einen eigenen Willen bekommen und hat deswegen so eine Art Experiment gestartet, um zu sehen, ob die Menschheit noch zu retten ist. Seine zwei Champions, wenn man so will, waren einmal Akechi. Akechi repräsentierte praktisch die dunkle Seite und hat der Welt eben diese ganze, Distortion, wie gesagt, Distortion heißt Verzerrung auf Deutsch. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Akechi hat die Welt schlechter gemacht, hat ihr Wahnsinn und Sünden und so weiter gebracht. Und hätte er gewonnen, wäre praktisch die Welt zerstört worden und dann wieder aufgebaut worden. Und wir waren dann halt der andere, der dagegen kämpfen sollte. Und jetzt ist es halt so, dass das, was der Gott jetzt praktisch tun will, ist, er will die Realität der Menschen mit Leuten füllen, die nicht mehr dazu in der Lage sind, für sich selber zu denken, sondern im Grunde einfach nur Marionetten sind und dadurch ewigen Frieden herzustellen. Na, also wenn die Leute nicht mehr selber denken, fangen sie auch keine Kriege an, die machen einfach, was man ihnen sagt. Wie Arbeiterdrohnen
Und dann sind mehr oder weniger alle sicher. Das ist der Ruin, von dem hier die ganze Zeit gesprochen wurde. Eine perfekte, sichere Welt, in der aber keiner mehr einen freien Willen hat. Ja. Und wie gesagt, Morgana wurde halt erschaffen, um uns zu finden, damit wir gegen Akechi und diesen Gott ankämpfen können. If he won, the human world would be left as is. Those were the conditions of the game. At least that's what should have happened. Ja, also wenn wir jetzt praktisch gewinnen, dann würde die Welt praktisch in Ruhe gelassen werden, weil dann hätte das Experiment dieses Heiligen Grals gezeigt, dass die Menschheit noch zu retten ist. Aber da wir halt den Heiligen Gral nicht zerstören konnten, hat er jetzt entschieden, okay, es geht nicht so. Ja, zerstört wird es auch nicht, weil Akechi hat verloren, aber wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, die Menschheit kann nicht einfach so gelassen werden, wie sie jetzt ist und muss eben in diesen Zustand der Unfreiheit geschickt werden. That malevolent being knew that a revolution would not occur within indolent humans. After all, it is the masses distorted desires incarnate. However, my true master believed in humanity. He believed that a trickster would rise among the people and accomplish this change. But that evil entity laughed at the prospect and sought to prove the powerlessness of man with the game. And he had great potential, which is why it approached him. It helped train the trickster only to cast him into despair, using the masses who rejected their savior. This was likely its means to nip in the bud anything that would pose a threat. Now that I think back to when I was separated, I felt a disagreement to the word rehabilitation. Of course I did. It was just a means for the fake to keep you under surveillance. Basically, this guy was dragged into a game where the evil god rigged the outcome. Damn it! What the hell? Your real world has already been fused with mementos. You do not exist because reality is replete with the cognition of those who deny the phantom thieves. It can be said that the world is one step away from the evil god's machinations. However, there is still hope. Okay, jetzt nochmal weitere Übersetzung. Dieser ganze Velvet Room hier, der Grund, warum wir ganz am Anfang hier gelandet sind, hat eigentlich nur den Grund gehabt, damit dieser falsche Gott, der Heilige Gral, ein Auge auf uns haben kann. Diese ganze Rehabilitation war alles Bullshit, was er uns erzählt hat. In Wirklichkeit hat er praktisch alles so manipuliert, dass wir am Ende nur verlieren konnten. Es ging nie darum, dass wir eine faire Chance hatten zu gewinnen, aber die haben wir trotzdem noch, weil... Now that the evil god's identity has been exposed, you can see your rehabilitation to its completion. Only you can leave this prison and save this distorted world and its captive people. Young man, guided by Morgana and worthy of the trickster name, you must challenge the evil god and reclaim your existence in reality. Are you up to the task? Selbstverständlich. Let's destroy that annoying shiny treasure jerk for sure this time. Excellent. There is nothing to fear. You already possess the strength to oppose this evil god. I am truly looking forward to this. Our mutual friend knows where the exit is. Morgana, please guide them. And thank you for all that you've done. It's a cruel responsibility that's been cast upon you. I will accept your words of appreciation fully when everything is over. Now follow me! Ja, also wir haben jetzt eigentlich nur eine Wahl, und zwar wir müssen den falschen Gott zerstören, um dadurch wieder in der echten Welt existieren zu können und die Welt doch noch vor dem Ruin zu retten. Eine Zusammenfassung der Story wurde im Menü gespeichert. Ja, und ich würde sagen, Joker.
Ich kann immer noch nicht speichern. Aber bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, also das dürfte jetzt wahrscheinlich die vorletzte Folge gewesen sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil, so wie sich das anhört, gibt es nur noch eins zu tun, nämlich den letzten Boss, den falschen Gott, zu killen. Ja, hoffe, dieser kleine Abschied jetzt hier, eigentlich sind es 40 Minuten, also es ist eher ein langer Abschied gewesen, hat euch ein kleines bisschen gefallen. Wie gesagt, ich mag sowas tendenziell, muss aber immer wieder auch bei Persona 5, obwohl das Spiel insgesamt, finde ich, sehr großartig gelungen ist, einen Kritikpunkt anbringen. Es wiederholt sich einfach sehr viel manchmal. Also, ich habe das schon mal gesagt. Also, am besten beschreiben kann man das damit. Persona 5 nimmt eine Szenerie, wie hier diesen Abschied, und irgendwie bleibt es dabei immer so eine Minute zu lang. So eine Winzigkeit zu lang. Wenn's das alles so ein kleines bisschen beschleunigen würde, finde ich, wäre das ein nahezu perfektes Spiel. Aber es irgendwie dauert alles immer so eine Minute zu lang irgendwie. Ich weiß auch nicht irgendwie. Naja, wie gesagt, lasst mir bitte noch eine Bewertung da und wir sehen uns dann das nächste Mal wahrscheinlich zur allerletzten Folge Persona 5. Bis dahin, ciao.